Herr Böhringer, das ist das goldene Kulturbäumchen, verliehen von der KUF Oberösterreich an Sie für Ihre Verdienste für die Kulturlandschaft Oberösterreichs im ganz Allgemeinen. Und so wie es oft in der Kultur ist, gibt es ja mehrere Deutungsebenen, deswegen haben wir zwei Plaketten drauf gemacht. Das ist auch das goldene Bleibebäumchen für die 26 Jahre der kulturpolitischen Diskussion, Auseinandersetzung mit Ihnen, wo wir wahrscheinlich beide Seiten hoffentlich gewachsen sind daran. Und ich hoffe, Sie können das als kleines Danke herzlich. Annehmen. Danke. Lieber Herr Dr. Böhringer, danke für den Termin, für das Gespräch. Die KUPF hat mich gefragt, ob ich das Gespräch mit Ihnen machen, weil ich sozusagen im KUPF-Kontext der längst dienendste gegenüber bin, im Vorstand und in der Geschäftsführung, der mit mir zu tun hatte. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sehr untypisch im Verhältnis KUPF-Josef Böhringer, erstens die Uhrzeit, weil früher waren die Termine meistens um 7, 7.30 Uhr. Wir haben immer den Spruch intern gehabt, Sie waren viel ausgeschlafen als wir. Und sie waren recht kurz und jetzt habe ich gehört, wir haben ungefähr eine halbe Stunde, werden wir wahrscheinlich probieren. Meistens war es für die KUPF dann so, sie waren so dermaßen gut vorbereitet, dass nach 10 Minuten das einfach fertig war, weil wir haben ihnen die Unterlagen geschickt, sie haben gewusst, was sie uns mitteilen und wir haben wieder gehen dürfen. Darum freue ich mich heute auf ein sehr tätes Gespräch, das natürlich auch in dieser Zeit gegeben hat. Und natürlich die erste Frage, Sie waren jetzt 26 Jahre lang Kulturreferent des Landes Oberösterreich, und in sehr direkten, oft kontroversen Kontakt mit der KUPF. Und die KUPF hat sich dann natürlich schon die Frage gestellt, was ist das Vermächtnis, wenn man sowas haben kann, des Dr. Josef Böhringer in der Kulturpolitik, abseits des Landesmusikschulwerks, abseits des Musiktheaters im zweiten Anlauf, was bleibt aus Ihrer Ära, wo Sie sagen, das soll auch bleiben? Ich hoffe, dass die Botschaft bleibt, dass Kultur wichtig ist, in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten sogar vielleicht noch wichtiger ist, weil sie das Bindeglied ist zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, zwischen den Menschen in diesem Land, weil sie so etwas ist wie ein Kitt der Gesellschaft. Sie führt die Menschen zusammen. Das ist der eigentliche Wert der Kultur. Und das zu vermitteln, hoffe ich doch, dass es mir in einem gewissen Ausmaß gelungen ist. Zum Zweiten, Österreich ist ein Land ohne Bodenschätze. Der größte Schatz, den wir haben, ist die Kreativität der Menschen. Und die Kreativität der Menschen fördern wir, indem wir ihre Begabungen, auch ihre geistig-musischen Kräfte entsprechend zum Blühen bringen. Und da sind eben Einrichtungen wie das Musikschulwerk, aber nicht nur, von ganz, ganz großer Bedeutung. Und das Dritte, was hoffentlich bleibt, ein Land ist nie eindimensional. Es ist Oberösterreich nie nur das Industrieland mit all seinen Konsequenzen. Das ist wichtig, dass es das ist. Denn Wirtschaft sichert die Grundlagen für die Existenz der Menschen. Aber es ist auch wichtig, dass zur Wirtschaft die Kunst, die Kultur, die Wissenschaft dazukommen. Wir brauchen die rauchenden Schlote, die heute nicht mehr rauchen, sondern durch weit bessere Technologien ersetzt werden. Wir brauchen aber vor allem auch die rauchenden Köpfe der Oberösterreicher. Und wenn das übrig bleibt und wenn mehr Menschen wie vor 25 Jahren diese Überzeugungen teilen, dann habe ich zumindest einen Beitrag leisten können. Sie haben ein schönes Stichwort gegeben, Thema Wirtschaft. Sie haben sehr oft, gerade bei Eröffnung von Landesausstellungen, ja den Faktor Umwegrentabilität ins Treffen geführt, was eine Landesausstellung der Region, der Umgebung bringt. Und es ist ja letztes Jahr dann noch diese Studie erschienen vom Professor Schneider zum Thema der wirtschaftliche Mehrwert. Ist es notwendig, dass man sozusagen in einer kulturpolitischen Funktion auch wirtschaftlich argumentiert, im Sinne von einem Art Abwehrkampf, damit es nicht mehr heißt, gerade Ihr berühmter Spruch ja auch, Kultur kostet so viel. Sie haben dann immer darauf geantwortet, Unkultur kostet viel mehr. Aber ist es notwendig, dass man sozusagen einen Art Abwehrkampf auch mit Zahlen füttert? Schauen Sie, grundsätzlich nicht, denn Kultur braucht sich nicht rechtfertigen. Aber wenn es dazu beiträgt, dass mehr Menschen einsichtig werden, dass mehr Menschen überzeugt sind, dass Kultur etwas notwendig ist, deren Finanzierung durch die öffentliche Hand, dann ist es ein probates Mittel, das man einsetzen kann. Ich habe diese Studien nicht deswegen gemacht, weil ich Argumente gebraucht habe für die Kultur und ihre Wichtigkeit in der Gesellschaft. Ich habe sie deswegen machen lassen,
weil sie vielleicht für Menschen, die nicht so einen Zugang zur Kultur haben, oder für manche die Billigargumentationen von den riesigen Kosten und von der geringen Deckungsquote beim Theater und so weiter leicht auf den Leim gehen, weil solche Leute halt mit Zahlen eher gewinnbar sind. Wenn Sie von den Menschen sprechen, in der KUPF oder in der freien Szene, wenn man es so mehr global sehen will, war sehr oft der Anschein da, so dieses Vorwärtsdrängen, die Innovationen sind aus der freien Szene gekommen, beziehungsweise die Änderungen im kulturellen Feld, sei es jetzt die Frauenkulturpolitik, die Kulturarbeit von Migrantinnen, vor allem der ganze Bereich der freien Medien, war ein sehr intensives Vorwärtsdrängen, vor allem so Mitte, Anfang, Ende der 90er war. Und irgendwie hat man dann oft so den Anschein gehabt, die Entsprechung auf der kulturpolitischen Seite hat unglaublich lang gedauert. Also bis sozusagen sowohl Förderungen, aber auch das Aufgreifen dann in kulturpolitischen Papier und so weiter passiert ist. Hat es da sowas wie ein bisschen Angst davor gegeben, sich mit dem auseinanderzusetzen? Also von meiner Seite her sicher nicht. Aber schauen Sie, es gibt einen alten Spruch von Adenauer. Der Politiker muss den Leuten vorangehen, aber nur immer so weit, dass er von ihnen noch gesehen wird. Und du musst auf Sichtweite bleiben mit den Leuten. Und wir haben gerade bei Themen wie Zeitkultur, bei Themen wie Migrantenkultur, bei Themen wie zeitgenössisches Schaffen etc., auch bei der Jugendkultur, wir haben, glaube ich, die Schritte so gewählt und das Tempo so gewählt, dass möglichst viele Menschen mitgenommen werden konnten. Und da war es mir ehrlich gesagt wichtiger, dass viele mitgehen und das auch mittragen. Ich habe eigentlich fast alles in der Kulturpolitik in diesen 26 Jahren einstimmig über die Runden gebracht in der Regierung. Und das war mir wichtig, da habe ich halt beim Tempo manchmal etwas nachgegeben. Und das ist vielleicht aber auch einer der großen Konfliktpunkte gewesen, weil man dir dann einen Eindruck gehabt hat, da wo es unter Anführungszeichen populärer war, ist in der Volkskultur, gerade im Stichwort Landesmusik, Schulwerk, sind Sachen oft, zumindest nach unserem Dafürhalten, sehr schnell umgesetzt worden, während die Sachen, die wir gerade erwähnt haben, freie Medien, Frauenkulturpolitik, oft erst sehr lange Vorlaufzeit gebraucht haben. Das heißt, sozusagen diese kulturpolitische Avantgarde-Funktion, die hat man aufteilen müssen, um nicht irgendwie anzuecken, beziehungsweise um nicht die Leute zu überfordern? Nein, also man hat aufpassen müssen, dass man es gut über die Runden gebracht hat. Aber Sie müssen das anders sehen. Das, was Sie im Vergleich zur Zeitkultur stellen, ist das, was da war und was weiterentwickelt wurde. Das Musikschulwerk hat 20 Jahre, bevor ich angefangen habe, mein Vorgänger gegründet. Und es wäre sinnlos, etwas nicht weiterzuentwickeln, das sich bewährt hat. Und das ist halt einmal so. Wenn das Neue, das dazukommt, muss sich seinen Platz erst sichern. Muss seine Finanzierung suchen und muss sich seinen Platz erst sichern. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Erbe auf 3 oder auf 4 verteilt ist und dann kommt der 4. oder 5. dazu. Der muss schauen, dass er unterkommt. Und genauso ist es in allen Bereichen, nicht nur, reden Sie einmal mit einem Rektor, wie schwer es ist, ein neues Institut an der Universität zu finanzieren, wenn die anderen da sind und den Platz bereits besetzt haben. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung und wenn ich mir das, jetzt will ich also da nicht schön Malerei betreiben, aber wenn ich mir das anschaue im Vergleich mit anderen österreichischen Bundesländern, dann ist in Oberösterreich teilweise im Rekordtempo gegangen. Den Vergleich mit anderen Bundesländern, den haben wir eh immer wieder spülen müssen, unter Anführungszeichen, war spannend für uns. Aber gerade so dieses, wenn man es dann aufs Budget umlegt, so ein Stichwort Risikokapital, ist ja de facto so, der Ermessensspielraum ist immer kleiner geworden. Also ist nicht nur auf die freie Szene bezogen, sondern grundsätzlich im Kulturbudget. Und dadurch natürlich auch die Möglichkeit, in die freie Szene zu investieren. Und man hat es dann jetzt gerade in der Szene, innerhalb der KUPF schon oft diskutiert, als da ist ein Misstrauen da und darum gibt man denen nicht mehr. Ja, das stimmt nicht. Es ist einmal so, dass wir 2008 durch die Wirtschaftskrise ohne Verschuldung in eine finanziell schwierige Situation gekommen sind. Und wissen Sie, wenn ich zum Beispiel dem Theaterbetrieb zugemutet habe, oft mit 1% Erhöhung auszukommen, obwohl die
800 Leute zahlen müssen, dann habe ich den Pflichtbereich nicht anders behandelt wie den Ermessensbereich. Und das Zweite, man darf natürlich die Zeitkultur nicht nur auf die Kupf einengen. Wenn heute auf den Bühnen des Landestheaters Zeitgenossen aufgeführt werden, dann ist das Zeitkultur. Und wenn heute die neuen Instrumente und die neue Musik in der Musikschule gelehrt wird, dann ist das Zeitkultur. Naja, eins ist schon klar, es haben es die vielleicht eine Spur leichter in der Kultur, die Pflichteinrichtungen sind, weil Gehälter muss man zahlen, das Häuser muss man versichern, den Betrieb muss man sicherstellen, das ist schon klar. Aber daraus profitiert auch indirekt, im profitieren auch alle, auch die Freiszene. Ja. Aber in der Kultur werden Sie nie einen Zeitpunkt oder Situation erleben, wo irgendwer sagt, dass er Gefühl hat oder dass er genug hat. Das ist sicher so. Das ist aber auch nicht schlecht. Ja. Vielleicht nur, das muss ich jetzt fast replizieren, aber der Begriff Zeitkultur, der ist eigentlich von der Kupf gekommen, der steht so im Budget drin, die Initiativen der Zeitkultur, das haben wir eben erfunden. Aber was für uns ja oft so auch dann fraglich war, durch das Zurückschraufen im Ermessensspiel haben, was natürlich auch zum Teil der Wirtschaftskrise geschuldet war, aber ja auch vorher schon immer wieder mal im Prozentuellen zumindest passiert ist. Wir haben uns ja da oft gefragt, warum nimmt sich die Politik eigentlich sozusagen selbst ihren Ermessensspielraum, ihr Geld, wo sie eigentlich gestalten kann? Weil bei den Pflichtsubventionen, wie Sie gerade gesagt haben, bei Gehältern kann ich nicht gestalten, die sind fix vorgegeben. Weil die Politik keine andere Möglichkeit hatte. Weil Pflichtausgaben kannst du nicht abdrehen wie ein Wasser. Genau. Sondern da musst du Leute entlassen. Und das will niemand, und das kann man auch nicht tun. Daher ist in erster Linie bei Einsparungsprogrammen immer der Ermessensbereich das Exerzierfeld Nummer 1, nur wir haben es in Grenzen gehalten. Das möchte ich schon dazu sagen. Es kann immer mehr sein, es soll immer mehr sein, aber wir haben es in Grenzen gehalten. So wie andere Kulturbudgets zurückgefahren haben, das hat es in Oberösterreich sicher nicht gegeben. Vom Kulturbudget zum Kulturleitbild, eines Ihrer großen Projekte, die in Ihrer Ära passiert sind. Oberösterreich war, glaube ich, das erste Bundesland, ja, das ein Kulturleitbild sich verschrieben hat. Ein langer Prozess, durchaus sehr partizipativ angelegt, dann ist beschlossen worden. Und jetzt hat die KUPF dann in der KUPF-Zeitung analysiert, was ist davon umgesetzt. Und es drängt sich jetzt so die Sichtweise auf, alles, was so dann die Landesinstitutionen betroffen hat, ist sehr viel umgesetzt worden, was auch im ersten Teil so drinnen steht, beziehungsweise auch in den Maßnahmen. Alle anderen Maßnahmen sind ein bisschen hinten angestellt. Und der Punkt ist ja, dass die Maßnahmen sind ja damals nicht beschlossen worden, sondern es sind so interne Richtlinien gewesen. War das von Anfang an klar, dass man das so machen will? Es war von Anfang an klar, dass man die Kultur zwar in einen Masterplan, wenn Sie das moderne Wort nehmen wollen, geben kann, aber nicht in ein fixes Gefüge. Es soll immer Freiraum bleiben und das, was niedergeschrieben ist, ist kein Evangelium. Da muss die freie Entwicklung möglich sein. Und das Zweite, dass manches im Ermessensbereich nicht oder noch nicht realisiert ist, das hängt nur einmal erstens mit der Wirtschaftskrise und dem Rückgang allgemein der Budgets zusammen, aber auch, und das muss man schon dazu sagen, es ist auch manches realisiert worden, was nicht im Leitbild drinnen steht, weil sich die Dinge verändert haben und daher wird man irgendwann in den nächsten Jahren das Leitbild wieder einmal schärfen müssen. Ist das eigentlich dann auch gewünscht, weil gerade um dieses Thema Leitbildprozess hat es ja eine sehr große Debatte zum Thema Kultur, so eine Wertigkeit von Kultur in Oberösterreich und dann auch im Landtag natürlich gegeben. Ist das was man sich wünscht als Politiker, dass über Kultur so viel diskutiert wird? Ich muss Ihnen sagen, ich war über die Kulturleitbilddiskussion ein wenig enttäuscht. Ich habe das nie öffentlich gesagt, weil ich ihn kritisieren wollte. Aber die Beteiligung, die wir da gehabt haben, ich bin ja hinausgefahren in die Regionen, ich glaube, wir haben 6 Regionalkonferenzen abgehalten. Ehrlich gesagt, die Beteiligung hat sich in Grenzen gehalten. Hat sich in Grenzen gehalten. Und vieles von dem, was dort vorgetragen wurde, fällt unter dem Begriff, ich bringe beim Sprechtag mein eigenes Anliegen. Ich bin aber der festen Überzeugung,
dass wahrscheinlich bei der Novellierung dieses Leitbildes ein Beteiligungsprozess alternativlos ist. Trotzdem. Ist das grundsätzlich was, wo Sie denken, dass das mehr sein muss, also künftig ist da Bürgerbeteiligung? Bürgerbeteiligung kann man nicht erzwingen. Schauen Sie, wir haben Gott sei Dank Tausende und Abertausende Kulturarbeiter. Am stärksten in der Volkskultur, aber genauso in der Zeitkultur, in der klassischen Kultur und so weiter. Aber die Mehrheit derer sind die Gärtner im eigenen Garten. Was auch verständlich ist, was auch gut ist, aber für einen Prozess wie dem Kulturleitbild, der umfassend sein soll, ist es immer sehr schwierig, die Gärten aus ihren Gärten zu locken und zu sagen, bitteschön, schauen wir jetzt nicht nur auf den eigenen Schrebergarten, sondern schauen wir auf das Gesamtfeld Kunst und Kultur. Und genau dieses Gesamtfeld Kunst und Kultur oder das Kulturleitbild führt mich zu der Frage, wie haben Sie oder haben Sie dafür Sorge getragen, dass so von Ihrer kulturpolitischen Ära alles übrig bleibt? Also weil es war trotz aller Kontroversen, die ja die KUPF-Linie gehabt hat, und wir haben ja auch unsere Konflikte gehabt und die sind wahrscheinlich auch notwendig, aber trotzdem kam so die Kultur und Kulturpolitik hat einen Schutzherrn in Ihnen gehabt, also bei allen Auf und Abs. Und was passiert ist, wenn sozusagen dieser Schutzhand von Ihnen nicht mehr da ist, muss man sich fürchten? Also der Schutzpatron hat sich nur verjüngt. Der Thomas Stelzer ist ein sehr kulturaffiner Mensch. Ich bin sehr froh, dass die Kulturchefsache in Oberösterreich geblieben ist. Also da habe ich einmal keine Bedenken und niemanden zu glauben. Er ist unersetzlich. Ein weises Wort sagt, die Friedhöfe dieser Welt sind voll von Menschen, die glauben, dass sie unersetzbar sind. Und bei jeder hat sich als ersetzbar herausgestellt. Das heißt nicht, dass ich dort bald landen möchte. Zum Zweiten, ich glaube schon, hier wiederhole ich mich zum Eingangsgesagten, dass der Stellenwert der Kultur in der Gesamtheit höher ist, als er vor 25 Jahren war. Dass schon viele begriffen haben, dass Kultur nicht nur das Ornament ist oder die Verpackung ist, sondern dass da schon um etwas Wichtiges für die Entwicklung der Gesellschaft geht. Und ich glaube, dass dieser Dualismus, den wir in Oberösterreich besonders betont haben, wirtschaftlich stark, aber auch Kunst und Kultur und Wissenschaft als ein Markenzeichen des Landes, dass der sich bewährt. Und ich glaube, dass das auch für die Gesellschaft wichtig ist. Ich habe oft den Vergleich gemacht, die Wirtschaft lässt uns leben, die Kultur lässt uns erleben. Und ohne dem Erleben ist das Leben ein Vegetieren. Und ehrlich gesagt, das kann nicht unser Ziel sein. Das trägt auch nicht zu einer friedlichen gesellschaftlichen Entwicklung bei. Das heißt, der Schutzpatron bleibt uns erhalten. Ist dieser dann, aber mit den Nationalratswahlen kommt es sozusagen der, ich weiß nicht, was überhaupt Schutzpatron ist, aber mit Sebastian Kurz wäre ganz neu an der Spitze. Und Sie waren ja auch sozusagen auf Bundesebene immer ein mächtiger ÖVP-Mitstreiter. Muss man da jetzt zumindest vom Kulturverständnis der ÖVP sich überlegen, etwas zu ändern jetzt mit den neuen Parametern? Haben Sie da noch Einfluss drauf? Wird da diskutiert drüber? Also erstens bin ich nicht weg. Zweitens hat sich Kultur immer verändert. Und dir wird es neue Schwerpunkte geben. Gott sei Dank. Ich habe zum Beginn meiner kulturpolitischen Tätigkeit gesagt, unsere Aufgabe lautet, Liebe zum Alten, Mut zum Neuen. Und das ist eigentlich ein Wappenspruch, der für jeden Kulturpolitiker gelten kann. Natürlich müssen wir unser kulturelles Erbe pflegen. Keine Frage, wir haben Gott sei Dank ein reiches. Aber selbst bei der Pflege des kulturellen Erbes müssen wir es so machen, dass das kulturelle Erbe von nächsten Generationen angenommen werden kann. Nur immer dieselbe Tracht anziehen und bei Prozessionen mitgehen wird zu wenig sein. Wir müssen es auch erklären. Und
Mut zum Neuen heißt in jeder Zeit etwas anderes. Und was kann das andere sein? Also haben Sie da jetzt Visionen, die passieren werden, oder sollte man das losgemessen mal auf sich zukommen? Es wird sich die elektronische Kunst, es wird sich die IT-Kunst weiterentwickeln und so weiter. Sehen wir ja auch bei der elektronischen Musik zum Beispiel. Also die Zukunft kann man nicht vorhersagen. Und ich würde auch der Kreativität ungern Grenzen setzen. Das ist fast schon so ein unprophetisches Wort, in dem man die Zukunft nicht voraussagt. Und mit diesem unprophetischen Wort möchte ich dir herzlichen Dank sagen für das Gespräch. Bitte gerne. Alles Gute weiterhin, und wir hoffen, danke, dass der sozusagen jetzt Co-Schutzpatron immer wieder. Der neue. Nein, ich meine Sie mit ja, Co-Schutzpatron. Ja, ich als Co. Genau. Also, oder wie weiß nicht, es gibt was neben einem Schutzpatron, ne? Es gibt immer mehrere Schutzpatrone. Aber für eine Gelegenheit gibt es immer nur einen, oder? Es gibt oder? Einen Kulturreferenten. Nein, nein, da gibt es in der Kirchengeschichte viel. Sie werden sehen, dass es für bestimmte Bereiche 10, 15, 20 Heilige gibt, die als Schutzpatrone verehrt werden. Okay. Ja, das gibt es. Und das sind auch manche Heilige für viele Bereiche Schutzpatrone. Aber mit dem will ich weder den Thomas Stelzer noch und schon gar nicht mich vergleichen. Wir sind keine Schutzheiligen, sondern die Kultur braucht auch in Zukunft Politiker, die für sie Verständnis haben, die für die Kultur brennen, die denen das eine Herzenssache ist, um das Wort von Gustav Mahler zu benutzen, Tradition und Kultur ist sowas wie eine Tradition, ist nicht das Anbeten der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Und ich bin überzeugt, die Kultur in Oberösterreich wird auch in Zukunft stark brennen. Und der Kulturreferent ist hier der Fackelträger, und der wird das gut machen. Danke. Bitte.